Wir sind immer noch im September und machen immer noch Obst im weitesten Sinne, Fallobst. Und ich habe tatsächlich auch heute bei der Hunderunde ein bisschen Fallobst eingesammelt in der Apfelallee, auf der Apfelallee, wie wir sie getauft haben, wo sehr viele Apfel- und Birnbäume und so stehen, von der Stadt, wo man auch selber pflücken kann. Habe die dann aber auf dem Tritt liegen gelassen, also nicht auf den Tisch oder so gelegt, sondern auf dem Tritt liegen gelassen und Torin. Das kann ich ihm jetzt auch nicht weiter übel nehmen. Also mein Hund dachte, dass die für ihn bestimmt sind, weil sonst die Äpfel, die ich einsammle, halt die Fallobstäpfel, die ich einsammle, sonst auch immer dafür da sind, dass ich sie werfe und er da hinterherlaufen darf. Darum habe ich jetzt keine Live-Äpfel hier vor mir liegen. Die sind alle angeknabbert. Die waren alle sehr schön matschig. Das macht aber nichts, weil wir haben ja Fotos. Für alle, die praktisch die Aufzeichnung anschauen, in der Facebook-Gruppe im All gibt es bei den Fotos ein Album, das heißt mal eine Naturforscher oder MNF, also Live Sessions September. Und da findet ihr Fotos, die ich dann jetzt als Vorlage nehme. Das ist zwar ein bisschen weniger schön, als wenn ich die Originale hier habe, aber wir arbeiten mit dem, was ist, was wir haben. Also erstmal nochmal herzlich willkommen, Birgit und Inge und Ingrid und Anja und alle, die ich gerade noch verpasst habe. Schön, dass ihr alle dabei seid. Monika. Ich würde sagen, dann legen wir gleich los. Ja, ne? Ich drehe gleich meine Kamera und dann können wir gucken, was wir malen. Ich werde ein paar von diesen recht verfaulten Äpfeln auf dem Tisch dann malen, denke ich. Wie ordentlich das Ganze wird, sehen wir dann. Ich habe heute den ganzen Vormittag Videos editiert für die neuen Angebote, die ich mache, was so Skizzenbuch-Exkursionen sind, also so kleinere Bite-sized, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, Kurse. Und habe den ganzen Tag Video editiert und nicht genug Pause dazwischen gemacht, weshalb jetzt mein Gehirn ganz matschig ist. Schauen wir also, was passiert, wenn ich anfange zu malen. Freue mich aber, dass ich meinen Arbeitstag praktisch jetzt hier mit euch abschließen kann. Das ist doch eigentlich ganz schön, oder? Gut, dann drehe ich jetzt die Kamera. Ich werde also eure Kommentare zwischendurch nicht sehen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie rein. Ich gucke dann zwischendurch rein, damit ich euch nicht, damit ich nichts verpasse. So. Das sieht auch ganz gut aus. Wie immer, ich brauche hier so ein bisschen Luft, damit ich nicht in meine Farbe passe. Ich habe, oh, vielleicht ganz am Anfang noch, bevor ich jetzt mit dem Malen loslege. Ich habe es endlich gemacht und mir tatsächlich einen neuen Füller gekauft. Ich hatte, dies ist auch ein günstiger Füller, kein teurer Füller, aber ich hatte immer so günstige Füller aus dem Schreibwarenladen. Jetzt kein Lamy oder so, sondern irgendwas Günstiges. Und wenn ich da die wasserfeste Tinte, zum Beispiel die Super 5 Tinte, habe ich hier. Wenn ich da die Super 5 Tinte reingemacht habe, die wasserfest ist und tatsächlich wasserfest ist, nicht nur so tut. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Erfahrung gemacht habt, aber Castell verkauft wasserfeste Tintenpatronen, die nicht wasserfest sind, wo man nicht drüber malen kann. Also bei meinem alten Füller hat es immer total gestopft und alles war eingetrocknet und so. Und jetzt habe ich diesen Füller von Super 5 und das ist jetzt die M-Version. Das heißt, sie hat eine breite Spitze und da lässt sich so schön mit schreiben. Es gibt auch welche mit einer dünneren Spitze tatsächlich, aber ich bin halt mehr so die Frau fürs Grobe. Also ich mag es ganz gerne mit der breiten M-Spitze. Und es funktioniert so gut und es ist nie eingetrocknet oder so. Ganz, 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 ganz toll. Das ist jetzt graue Tinte drin, aber ich habe noch andere Farben zum Ausprobieren dabei. Das ist also themenfremder Techniktipp der Woche. Die Füller von Super 5, die kosten 24 Euro und sind sehr, sehr, sehr gut, wenn du was möchtest, wo du wasserfeste Tinte reintun möchtest. Sind auch nicht so leicht, dass sie gut in der Hand liegen. Gut, ne? Das ist also Empfehlung. Tatsächlich, ich bin hin und weg. So.
Und das, obwohl ich ja wirklich sehr, sehr wenig zeichne mit Tinte direkt. Aber zum Schreiben oder so ist das echt ganz nett zwischendurch. Das ist natürlich auch das mit dem Apfel, die da so auf dem Tisch liegen, wäre natürlich so ein Motiv. Da würde es sich schon lohnen. Da wäre praktisch das Querformat noch das passendere, aber... Ich werde alle, die hier hinter liegen, glaube ich, nur so andeuten. Schauen wir mal. Wie immer, das sage ich, glaube ich, jedes Mal, wenn ich zeichne, kann ich ganz schlecht gleichzeitig reden, weil ich mich so konzentrieren muss. Gleichzeitig... wenn ich es wirklich ordentlich und noch naturalistischer würde haben wollen, was ich jetzt gar nicht versuche, aber wenn ich das wirklich haben wolle, mehr als jetzt nur so eine schnelle Aquarellskizze, dann müsste ich wirklich mir mehr Zeit zum Zeichnen nehmen. Ne? Okay, ich glaube, ich fange mit der Umgebung an. Moment, ich zeichne vielleicht hier hinten die Kante ein. Oh, das war schon mal falsch, weil hier ist die Kante gar nicht zu sehen. Machen wir das vielleicht so. Ich gucke mich nach einem Pinsel um und schaue derweil, ob ich irgendwelche Kommentare verpasst habe. Inge fragt, ob man weiße Tinte benutzen kann. Also ich wüsste nicht, dass es weiße Tintenpatronen gibt, weil hier sind ja jetzt ganz normale Tintenpatronen drin. Aber ich weiß, dass die von Super 5, das ist übrigens unbeauftragte Werbung, nur so. Ich erwähne die, weil ich die gerne mag. Und nicht, weil ich da irgendwas für bekomme. Das muss ich nochmal klarstellen. Also ich wüsste nicht, dass es weiße Tintenpatronen gibt. Aber ich weiß, dass die Firma auch so Konverter herstellt, sodass man praktisch Flüssigtinte aus einem Fässlein, hier ist leeres Fässlein, Flüssigtinte aus dem Fässlein in den Konverter füllt und den Konverter in den Füller. Und das sollte gehen. Das Wichtige ist halt, wenn du wasserfeste Tinte hast, dass du deinen Füller möglichst mit der Spitze nach unten aufbewahrst, damit halt nicht die Spitze austrocknet, sondern damit das hier unten in der Feder immer frische Tinte drin ist. Das läuft ja nicht aus, aber wenn du es so hinstellst, dann trocknet das hier oben aus und dann ist es natürlich super schwierig, hier wieder Tinte durchlaufen zu lassen. So. Ich muss halt sagen, ich bin ganz inspiriert von dem schönen Spätsommerwetter, was gerade herrscht. Es ist so richtig Altweiber-Sommer. Oh wow, ich habe fettige Finger und habe Flecken auf dem Papier gemacht. Ganz suboptimal. Das merke ich gerade. Dass ich Stellen habe, also ich hatte mir die Hände eingecremt. Irgendwann im Laufe der letzten Stunde und habe das Papier angefasst und jetzt sehe ich halt, dass die Farbe an manchen Stellen nicht richtig läuft. Das ist nicht so klug. Na gut. Aber was ich sagen wollte, ist dieses Altweiber, Sommerwetter, Frühherbst, Spätsommer. Ich mag es so gerne, dass
Es könnte natürlich noch ein Tickchen kälter sein. Heute war es für den Pullover eigentlich schon ein bisschen zu warm. Zumindest im Laufe des Tages irgendwann. Aber ich finde es so inspirierend und das Licht ist so schön. Und ich lasse gerade nur so Goldocker und grüne Erde und Umbra so ein bisschen ineinander laufen hier im Übrigen, wenn ihr euch fragt, was ich mache. Also ich finde das Licht so inspirierend und die vertrockneten Pflanzen so inspirierend und so. Mal sehen. Ich hoffe jetzt, dass ich auch ein bisschen mehr male, als ich das im Sommer getan habe. Bei der Hitze bin ich nämlich immer nicht rausgegangen und habe dementsprechend sehr, sehr wenig gemalt diesen Sommer. Also sehr wenig neue Sachen gemacht, sehr wenig Pflanzenporträts gemacht. Da hoffe ich jetzt auf einen produktiven Herbst. So. Es war jetzt wahrscheinlich ein bisschen viel Wasser, weil wir jetzt nämlich gleich das Problem haben werden, dass das Ding nicht schnell genug trocknet. Aber was soll's. Und mit das Ding meine ich die Farbe. Ich bin jetzt auch, was die Farben angeht, echt ein bisschen freier. Ich versuche jetzt nicht exakt den Tisch darzustellen. Nicht fürs Skizzenbuch, nicht in der Dreiviertelstunde oder so, die wir heute hier beisammen sind. Das ist so ein Gelbgrün. Und das ist grüne Erde. Ich habe das ja in dem Video über Farben schon mal erzählt, dass ich für meine botanischen Aquarelle eigentlich die Grüntöne alle mische, vormische. Nee, hier, ich möchte ins Ultramarin. Also tatsächlich mit Blau und Gelb mir mein persönliches Grün zusammenmische, aber das ich hier im Skizzenbuch meistens zu faul bin und einfach mir aus diesen, wie hatten wir das genannt? Wir hatten das nicht Bequemlichkeitsgrüns genannt. Boah, wir hatten so einen schönen, einer von euch hat so einen schönen Namen vorgeschlagen. Wie wir diese Grüns denn nennen, diese vorgemischten Komfortgrün? Ich weiß es gerade nicht mehr, wie wir das genannt haben. Der Tisch ist jetzt etwas gelblastig geworden. Was soll's. Und ich bin hier nicht ordentlich bis an die Kante ran. Das ist suboptimal. Ja, eigentlich wollen wir ja schön die Silhouette haben von den Äpfeln. Das war doch eigentlich der Sinn der Sache. Und dann bin ich nicht ordentlich bis an die Äpfel hier ran gemalt, an die Kante. So. Noch eine Füllerfrage, die kann ich gerade noch beantworten, Inge. Während ich der Farbe hier wieder beim Trocknen zusehe und vielleicht noch so ein bisschen rumpansche und hier war es eigentlich schon zu trocken. Ach je, macht nicht das, was ich mache, macht das, was ich sage, pansch nicht in eurer zu trocknenden Farbe rum. Was ich nämlich gerade tue, sondern wartet. Okay, wo kann man den Super 5 Füller kaufen? Also die heißen auch Super 5, ne? Moment. Ich glaube, die heißen super5.de tatsächlich. Und nochmal betonen, unbeauftragte Werbung. Ich gucke einmal kurz nach, während die Farbe trocknet. Papierlabor.de, da kann man die Füller und die Tinte kaufen und es gibt halt diesen
Ich habe halt diesen wunderschönen Grauton. Und dann, ich habe praktisch einen Matschgrün und einen Matschrot. Und das ist der Grauton, Frankfurt heißt er. Und halt das Blau, was ich gerade hatte und jetzt nicht mehr wiederfinde. Aber, also es gibt die Farbe halt in verschiedenen Tönen. Unbeauftragte Werbung. Ich bin halt wirklich nur ganz angetan, weil der Füller von denen deutlich besser funktioniert für wasserfeste Tinte als alle anderen Füller. Ich wollte halt nie einen teuren Füller nehmen für wasserfeste Tinte, weil was, wenn es eintrocknet, ist ja ärgerlich, dann den guten Füller eingetrocknet zu haben. Und dann habe ich immer einen günstigen genommen. So einen 7-Euro Füller oder so aus dem Schreibwarenladen. Und die haben dann immer nicht gut funktioniert und ich habe den Füller dann nie benutzt. Und hier hatte ich wirklich Lust, hier habe ich dann auch Lust, meine Notizen im Naturskizzenbuch oder so, so meine, oder tagebuchmäßig damit zu schreiben. Der schreibt sich sehr schön. Also, papierlabor.de. So. Dann geht ja auch ein Weg drum rum. Wir föhnen jetzt ein bisschen, auch wenn gleich die Pigmente etwas in die Gegend fliegen. Tut mir leid, dass mein Tisch so doll knarzt. Ich habe den schon geölt, aber irgendwie knarzt er trotzdem weiter, der Dumme. Ich mache das jetzt mal demomäßig, weshalb man nicht föhnen sollte, wenn es so nass ist, wie es gerade nass ist, weil man halt wirklich die Pigmente davon abhält, sich normal zu setteln und die so durcheinander schiebt. Und was man noch schön erkennen kann, ist, dass der tongrüne Erde wirklich sehr, sehr granulierend ist, das Pigment. Da sind diese Erdtöne eigentlich meistens recht stark, also Umbra gebrannt oder so, so Pigmente, die aus der Erde geschaffen werden. Grüne Erde gehört auch dazu, die sind halt recht granulierend, aber das ist wirklich extrem. Gerade jetzt im Vergleich zu diesem, das Orange ist Chinakridon Gold und Chinakridon, wenn ihr das hört, das gibt ja auch in Rot. Chinakridon Rot oder so, das ist ein synthetisches Pigment und die synthetischen Pigmente granulieren eigentlich immer weniger. Aber das Grün granuliert ganz schön doll jetzt hier. Je nasser die Farbe ist, die ich auftrage, desto mehr granuliert das Ganze natürlich. Weil desto mehr die Pigmente haben, sich so auseinander zu klamüstern. Jetzt in ganz kurz. Okay, was wir brauchen, ist so ein bisschen gelb-grün und wir brauchen so ein bisschen rot. Das ist letztendlich das, was wir wollen. Ich glaube, ich möchte mich aufs Malen konzentrieren heute und nicht aufs Mischen. Ich habe mir für Freitag noch mal eine kleine Mischstunde überlegt. Also es wird dann keine Stunde, eine Mischminute. Misch 10 Minuten oder so zum... das ist Goldocker. Und ich glaube, mache heute jetzt nicht so viel mit Mischen. So... Das ist wieder mein berüchtigtes Gummigat-Gelb. Was ist preußisch-blau? Jetzt mache ich mein Gelb dreckig. Das ist dann auch so. Ein bisschen Magenta ins Grün. Noch ein bisschen mehr. Damit es auch schön dreckig wird. Schön getrübt. Und ich glaube möglicherweise mal die Chance, auch mal so einen echt Rotton oder so zu verwenden. Oder mein Orange. Die benutze ich ja praktisch sonst nie.
So, und ich mache jetzt erstmal alle anderen Äpfel, bevor ich mich mit diesem Apfel da widme. Und das Gelb-Grün passt natürlich auch. Und jetzt schiebe ich die Farbe wieder beiseite, damit ich da nicht gleich drin hänge. Das ist auch wieder so ein Aquarell, wo ich wenig geplant habe und nicht weiß, wie das Ganze enden wird. Wenn ich zufrieden bin mit dem, was da gleich bei rumkommt, sehen wir dann, ne? Wie immer, ich fange jetzt hell an, auch wenn ich nass in nass arbeite, ich fange jetzt praktisch hell an und mache dann gleich in einem nächsten Schritt noch ein paar Schatten dazu. Jetzt gehe ich ein bisschen hier in Sienna, beziehungsweise Sienna gebrannt. So, dieser hier ist praktisch fast weiß, dieser Apfel, weil er so im Sonnenlicht sitzt. Wenn ich die Tage vielleicht nochmal einen naturalistischen Apfel male, versprechen kann ich natürlich wie immer nichts, dann packe ich da die Fotos auf jeden Fall auch wieder in die Facebook-Gruppe rein. Ne? Weil ich weiß, dass was ich gerade mache, natürlich wenig nützt, wenn man jetzt sagt, nee, ich hätte es jetzt aber, ich hätte es jetzt schon lieber genauer gerne, meine Äpfel. Ich mische wieder meine Umbra gebrannt mit Ultramarin Dunkel oder French Ultramarin. Gerade lasse ich, ich habe mich gerade etwas vom Bild entfernt und mache einfach nur das, wo ich das Gefühl habe, das fühlt sich gut an. Ocker plus Purpur ergibt so einen rot-braunen Grauton. Lasiere das hier alles einmal damit über. Ja. Gucken wir mal, was wir gleich damit machen. Verstärke hier die Schatten noch ein bisschen.
So, lassen wir das Ganze mal trocknen. Eigentlich hatte ich mir einen größeren Kontrast zwischen den hellsten Stellen hier von den Äpfeln und dem Hintergrund gewünscht. Das heißt, wahrscheinlich muss ich dem Hintergrund gleich einfach noch einen Überzug geben. Aber lassen wir es erstmal trocknen. Ehrlich gesagt finde ich, dass es ganz cool aussieht, wie die Farben ineinander verlaufen. Gerade. Das war das, worauf ich gerade Lust hatte. Ich guck mal. Nö, keine Fragen da. Nehme ich auch. Währenddessen kann ich noch was anderes erzählen. Experimente aus dem Leben. Unser Tisch knarzt und knarzt und knarzt. Und zwar hatte ich Abdeckflüssigkeit auf heiß gepresstem Papier. Also ne, Rubbelcrepe. Es war eh nur ein Experiment und dann wollte ich es abrubbeln und habe festgestellt, Mist, das funktioniert auf dem heiß gepressten Papier nicht annähernd so gut wie auf dem kalt gepressten und habe hier natürlich das Papier mitgenommen. Na gut, das wird dann wohl mal die Rückseite irgendwie Schmierpapier, aber es ist sehr, sehr ärgerlich hier. Das war jetzt auch nicht lange drauf, das Rubbelkrepp war weniger als 24 Stunden drauf. Es war jetzt also nicht, dass das schon so festgetrocknet war. Wohingegen hier hat es ganz cool funktioniert. Ich weiß noch nicht, was ich davon halte. Auch das war ja dieses, ich habe das die Tage einmal gezeigt, dieses, ich weiß nicht genau, was ich malen soll. Ich plansche einfach mal rum und mache Experimente. Mit Abdeckflüssigkeit und das ist das Ergebnis. Ihr seht, ich habe im Moment das Bedürfnis, ständig Lila irgendwo mit Ocker zu vermischen. Das ist gerade die Farbe, die ich hübsch finde, irgendwie. Aber es hat ganz gut funktioniert, aber auf dem heißgepressten Papier hat das überhaupt nicht. Wollte das leider überhaupt nicht so wie ich. Okay, dann Achtung, es wird wieder laut. Ich föhne wieder. Ach so, Monika fragt, was ist Rubbelkrepp? Mit Rubbelkrepp meine ich Abdeckflüssigkeit oder Maskierstift, heißt das Ganze auch. Das ist die Version von Schminke. Kommt hier, ist eingetrocknet, darum kann ich drücken, so viel ich möchte, müsste ich wieder durchpieksen. Kommt, gibt es auch in einem Glas. Und ich habe die Version, Moment, die steht hier hinten, am Schreibtisch, am Ramaltisch. Ich habe die Version von Sennelier, die halt noch so eine dünnere Spende hat. Aber richtig, richtig dünn kann man damit nicht dosieren. Ich mache das dann mit einer Hilfe von einer Schreibfeder, so einer metallenen Schreibfeder. Damit kannst du praktisch auf Papier malen. Das ist so flüssiges Gummi. Das trocknet dann. Und dann kannst du mit der Farbe drumherum malen, nachdem es getrocknet ist, mit der Farbe drumherum malen. Und das Weiße bleibt dann weiß. Ich habe praktisch die ganze Fläche angemalt und auf dem Rubbelkrepp bleibt die Farbe nicht liegen. Und wenn dann die Farbe getrocknet ist, kann ich das Rubbelkrepp, daher kommt der Name, wegrubbeln. Und dann habe ich die weißen Stellen da stehen. Das kann man in der botanischen Malerei zum Beispiel auch verwenden, wenn du sowas wie feine, entweder feine Lichtpunkte oder feine Staubgefäße oder so im Zentrum einer Blüte hell lassen möchtest. Jetzt muss ich mir eben das Rubbelkrepp von der Hand wischen. So, jetzt wird aber geföhnt. Hier noch meine große Farbpalette. Da ist nämlich Indigo drauf. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich immer noch nicht... Ich habe Indigo in der Tube und ich habe kleine freie Näpfe und ich schaffe es irgendwie, denke ich, nie daran, es nachzufüllen. Weil ich ja hier mein Indigo auf der großen Palette habe. So, natürlich ist es hier oben immer noch nicht trocken. Ist egal.
versuche vorsichtig hier wieder eine Wasserschicht drauf zu machen, ohne dass ich die Schicht darunter anlöse. Das möchte ich nämlich nicht. Also ich versuche jetzt nicht hier rumzurubbeln und die Schicht anzulösen, sondern nur es nass zu machen. Dann nur, ich möchte doch eine Spitze. Hier ist eine Spitze. Ihr seht also, ich entferne mich immer mehr vom Original, aber das macht ja nichts. Solange es Spaß macht, ist alles erlaubt. So. Lassen wir das mal wieder vorsichtig trocknen, ne? Und schauen mal, Moment, hier sind wieder so Flecke. Schauen wir mal, ob es richtig cool wird oder richtig bunt. Lassen wir uns überraschen. So. Dann widme ich mich jetzt diesem Apfel, den ich freigelassen habe, weil ich ihn ordentlicher machen wollte. Aber ob das jetzt was wird, da lassen wir uns jetzt überraschen. Ne? Es ist erlaubt, dass man seine Meinung ändern darf, kann. Durchaus. Ich brauche ein bisschen Krubbelrepp, um meinen Pinsel abzutrocknen.
So, ich hätte hier ein bisschen ordentlicher arbeiten müssen, weil was ein bisschen ablenkt, ist, dass das hier nicht die hellsten Bereiche sind, sondern ich überall hier weißes Papier habe stehen lassen. Was das Auge so auf sich zieht, anstatt ihr seht, ich bin so im Malen versunken, ich vergesse zwischendurch zu sprechen. Ups, das tut mir leid. Ich gucke gleich mal in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich wie immer stellen. Wollte ich eigentlich vermeiden. Hier sollte es eine schöne gerade Kante geben. Zwischen Licht und Schatten. So. Ich gucke mal kurz in die Kommentare. Ich hoffe, ich habe gerade nicht mit dem Kopf unter der Kamera gehangen. Ich habe nämlich vergessen, darauf zu achten. Ingrid schreibt, bei mir wirkt alles so professionell super. Erstmal danke. Zweitens ist die Betonung auf Wirken im Sinne von einmal die Kamera erhöht Kontraste und lässt das Ganze cooler aussehen. Dann man findet das, was andere Dinge, wenn andere Leute irgendwie unordentlich oder frei oder einfach so drauf losmalen, findet man das immer cool und bei sich selbst denkt man, ah, sieht ja alles doof aus. Das habe ich umgekehrt tatsächlich auch. Und das dritte ist, ich weiß nicht, wie lange du schon malst. Ich male halt schon seit ich 11 bin mit Aquarell. Das heißt, dass relativ viel,
Also, dass ich im Prinzip weiß, was ich tue. Und dass, wenn ich so wie hier sehr viel dreckig Farben ineinander laufen lasse und so, dass praktisch Absicht ist und ich das absichtlich bestimmen kann, weil ich praktisch die Erfahrung habe oder auch weiß, wie meine Pigmente sich verhalten werden, weil ich das schon öfter mal gemacht habe. Das ist dann praktisch erfahrungswert. Aber, also, erstmal natürlich Dankeschön und das andere Mal natürlich, man ist immer bei sich selbst viel kritischer als bei anderen Leuten. Und findet immer das, was man bei anderen Leuten cool findet, bei sich selbst auch irgendwie unordentlich und dreckig und alles verschwommen. Die Kontraste sind wirklich enorm erhöht hier jetzt im Video. Die sind jetzt auf dem Originalbild nicht ganz so. Nicht ganz so hoch. Ich habe inzwischen so ein bisschen das Problem, dass ich so oft jetzt ins Braun gegangen bin und so, dass hier meine Farben alle etwas dreckig werden. Aber gut, der Apfel ist ja auch dreckig, was soll's. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ordentlicher ich den jetzt gestalte. Ich habe gerade voll dieses Bedürfnis, fertig, einfach fertig werden. Hauptsache, irgendwie. Schauen wir mal. Föhnen wir noch mal die ganze braune Suppe hier. So, während das jetzt trocknet, hängt die Farbe noch. Ingrid, ja genau, du schreibst, du traust dich doch, du malst schon länger, aber du traust es noch nicht zu zeigen. Trau dich es zu zeigen. Das Wichtigste ist ja sowieso, dass man Spaß hat beim Malen oder das, was man was Schönes beobachtet hat. Und das Zweite ist zweitrangig. Ich weiß, dass ich schöne botanische Aquarelle malen kann. Ich habe jetzt gerade hier, glaube ich, in diesem Skizzenbuch noch nicht mal welche, die ich zeigen könnte. Die sind alle nur so, entsprechen nicht meinen Anforderungen, wie auch immer. Aber so ein schmieriges Skizzenbuch gerade. Siehst du, ich finde keins in meinem Skizzenbuch gerade hübsch genug als Beispiel. Aber wie auch immer, wir sind uns einig, ich kann botanische Aquarelle malen, wenn ich möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier in der Facebook-Gruppe oft genug teile. Soll jetzt auch gar nicht arrogant klingen, ist mehr so ein Fakt des Lebens. Sonst auf meiner Webseite gucken, da gibt es ein paar mehr, geschesanden.com. Aber dann gibt es Tage, da male ich das hier. Und es ist so ein, was ist da denn bitte passiert? Es ist nicht das erste Mal, dass ich rote Haarriegel male, es ist nicht das letzte Mal, dass ich rote Haarriegel male und irgendwie wollte die Seite nicht zusammenkommen. Ich hatte dann Spaß und habe hier meinen Ocker und meinen Purpur ineinander laufen lassen, was ziemlich cool aussieht. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist weder eine besonders gut. Es hat Spaß gemacht, das zu malen und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Und morgen mache ich hier auf der rechten Seite weiter. Es ist also überhaupt nichts Dramatisches. Aber es ist jetzt weder vom Layout her irgendwie ausgefeilt oder von der Aquarelltechnik ausgefeilt oder von irgendwas.
Das ist einfach. Und es kann sein, dass ihr euch das jetzt anschaut und sagt, wieso, sieht doch ganz cool aus. Aber ich, bei mir war es echt so ein Irgendwie will diese Seite nicht zusammenkommen. Aber wie gesagt, die Purpur und Ocker sind ineinander gelaufen und das sieht ziemlich cool aus hier. Okay. So. Ich glaube, ich muss hier noch den Stängel. Diese Seite entspricht zumindest so ein bisschen dieser Matschigkeit des Herbstes, Spätsommers, wie auch immer. Nee. Das ist jetzt ein Experiment hier mit der weißen Tinte. Ich weiß noch nicht, ob es das tatsächlich verbessert oder nicht. Schauen wir mal. Ich muss wirklich aufpassen, hier nicht unter der Kamera zu hängen, Leute. Ich weiß noch gar nicht, was ich davon halte. Nur, dass ich jetzt den Dings bewege. Jetzt habe ich da einen Wasserfleck gemacht. Aber gut, weil ich die Farbe hier durch die Gegend bewegt habe. Schauen wir mal. Tja. Ich würde sagen, fertig ist diese doch recht düster geworden. Apfelseite. Mal sehen. Ich glaube, wenn ich nächste Woche wieder... Ach, was mache ich denn da? Mein Kürzel brauche ich da nicht drauf. Ich wollte das Datum draufsetzen. Wenn ich nächste Woche mal Naturforscher live... 12.09.19. Wenn mir zwischendurch nochmal nach Naturalistum Stimmapfel ist, mache ich vielleicht auch Fotos oder ein Video. Dann seid ihr damit auch dabei. Würde ich sagen. Gut, dann drehe ich die Kamera mal wieder. Da bin ich wieder. Das war's also. Es ist wirklich sehr herbstlich geworden. Ich meine, aus dieser Entfernung wirkt es richtig, richtig gut. Aus dieser Entfernung kommen die Kontraste richtig zur Geltung, als wenn ich wieder näher ranlege. Das ist ja sowieso etwas, was ich immer Leuten sage. Eigentlich ist es besser... klar, so eine Skizzenbuchseite malt man so ein Stück durch, aber eigentlich ist es besser, wenn man zwischendurch mal innehält und Abstand gewinnt und so und einmal aufsteht und so und mal woanders hinguckt als aufs Motiv, weil man sonst das leicht hat, dass man es übermalt. Ich muss sagen, wenn ich so hinhalte, sieht es in der Kamera echt gut aus. Mir gefällt es in der Kamera fast besser als im Originalen.
Aber ich finde, es ist eine schöne Übung, dass die Kontraste sind praktisch das Wichtigste, um das Motiv zur Geltung zu bringen. Und Naturalismus muss nicht immer sein. Ich habe hier jetzt den Hintergrund zum Beispiel viel, viel dunkler gemacht. Ich habe es umgedreht, damit ich hier die Kante exakter hingemalt bekomme. Und der Kontrast ist letztendlich das, was das Bild zum Vorschein kommt. Und ich finde, es lohnt sich manchmal, den Kontrast wirklich viel, viel mehr zu verstärken. Zumindest das ist, wie ich meistens meine Bilder angehe, dass ich den Kontrast verstärke als im Vergleich zu dem, was ich in der Natur sehe. Und nicht mit so viel, also ich male halt weniger so, was ist denn das Gegenteil von kontrastarm? Pastellig, wie auch immer. Ist nicht das Gegenteil, aber ihr wisst, was ich meine. Sondern ruhig mal ein bisschen Kontrast mit Wumms im Skizzenbuch oder so. Dann kommen die Sachen zur Geltung. Okay, ich hatte tatsächlich ganz viel Spaß, das gerade zu malen. Auch wenn die Begeisterung zum Ergebnis nur so für mich jetzt nur so lauwarm ist, auch das gehört zum Skizzenbuch dazu. Ihr kennt das schon. Manchmal ist man ganz begeistert von sich selbst und manchmal denkt man, das war wohl nichts. Ich freue mich, dass ihr da wart und dass ihr mit mir in den Feierabend gemalt habt heute. Wir treffen uns nächste Woche spätestens wieder und malen dann nochmal irgendwas mit Obst, vielleicht wieder einen Apfel. Es gibt hier genug verschiedene. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.